Ihr wolltet schon immer eigene Redstone-Schaltung kreieren, wusstet aber nie, wo ihr anfangen solltet und auch nicht, wie die einzelnen Blöcke funktionieren? Ein Glück, die Zeit eurer Unsicherheit ist jetzt vorbei. Denn in der Redstone Akademie zeige ich euch in kurzen Videos nach und nach alle Funktionen der Blöcke und wie man diese einsetzen kann. Dazu gibt es ab und zu Challenges, die ihr lösen könnt. Wenn ihr also keine Challenge verpassen wollt, klickt doch einfach auf den roten Abo-Button da unten. Ihr verpasst keine Videos mehr und hilft mir dabei gleichzeitig sehr. Dann schauen wir uns doch sofort den ersten Block an. Der erste Block ist natürlich der Redstone-Erz. Er ist die Quelle für unser Redstone, was wir brauchen. Er kommt ziemlich häufig von der Höhe 0 bis 15 vor. Ab der Version 1.18 dann von minus 64 bis 15. Wobei er den Höhepunkt in den Ebenen 5 bis 12 hat. Beim Abbauen mit einer Spitzhacke bekommt man 4 bis 5 Redstone-Staub. Bei Glück 3 Verzauberung sogar bis zu 8. Natürlich kann man auch Redstone durch Handel mit Dorfbewohnern bekommen. Allerdings lohnt es sich nicht wirklich, Smaragde für Redstone auszugeben, da es eigentlich sehr häufig vorkommt. Ein kleiner Funfact zwischendurch ist, dass wenn man über Redstone läuft oder ihn anklickt, er anfängt zu leuchten und Partikel von sich gibt. Ja, und da haben wir auch schon die erste Mini-Schnupperstunde geschafft. Und in einer Woche geht es weiter mit dem Redstone-Staub. Ich hoffe, euch hat der kleine Kurs gefallen. Und wenn ich euch weiterhelfen konnte, freue ich mich gerne über einen Daumen nach oben. Bis bald, euer Snow.